Wenn in Luxemburg wichtige Fragen zu klären oder Entscheidungen zu treffen sind, dann kann nicht jeder Einzelne nach seiner Meinung gefragt werden. Deswegen werden 60 Frauen und Männer gewählt, die die Einwohner des Landes jeweils 5 Jahre lang vertreten. Diese 60 Abgeordneten stellen das Parlament, in Luxemburg Chambre des députés, Chamba genannt. Jeder Luxemburger Staatsbürger, der mindestens 18 Jahre alt ist und in Luxemburg wohnt, kann sich zur Wahl stellen, um Abgeordneter zu werden. Das war nicht immer so. Kurz nach der Unabhängigkeit Luxemburgs im Jahre 1839 lag die Macht noch quasi allein beim Großherzog. Dieser führte das Land zusammen mit seinen Regierungsmitgliedern. Im Laufe der Zeit hat das Parlament jedoch an Bedeutung gewonnen und ist heute die wichtigste politische Institution des Landes. Die Abgeordnetenkammer hat 3 zentrale Aufgaben. Das Parlament verabschiedet Gesetze und hat damit die legislative Gewalt. Sowohl jeder Abgeordnete als auch die Regierung haben das Recht, einen Gesetzesantrag einzureichen. Die meisten Gesetzesanträge stammen von der Regierung. Allerdings kann nur die Abgeordnetenkammer ein Gesetz verabschieden. Dafür müssen mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein und von ihnen müssen wiederum mehr als die Hälfte für das Gesetz stimmen. Bei der Abstimmung sind die Abgeordneten verpflichtet, das Interesse des ganzen Landes und aller Bürger zu berücksichtigen. Eine Regierung kann nur arbeiten, wenn sie das Vertrauen der Abgeordnetenkammer genießt. Die Abgeordnetenkammer kontrolliert außerdem die Regierung. Die Abgeordneten stellen zum Beispiel schriftliche und mündliche Fragen und der zuständige Minister muss darauf antworten. Kommt es zu Problemen beim Staat, können die Abgeordneten einen Untersuchungsausschuss gründen, um diese näher zu beleuchten und aufzuklären. Schließlich debattieren die Abgeordneten über die großen Herausforderungen des Landes. Dabei geht es zum Beispiel um Themen wie Schule, Umwelt, Arbeitsmarkt oder europäische und internationale Fragen. Alle Staatsausgaben müssen von der Abgeordnetenkammer bewilligt werden. Außerdem müssen sich die Abgeordneten mit der Art und Weise einverstanden erklären, wie der Staat Geld einnimmt. Dies geschieht, indem sie jedes Jahr über Einnahmen und Ausgaben des Staates, also den Haushalt, abstimmen. Zudem pflegt das Parlament, ebenso wie die Regierung, Kontakte zu ausländischen Kollegen. Wer in Luxemburg von der Chamba spricht, kann auch ein Gebäude meinen. Seit 1860 treffen sich die Abgeordneten in unserer Hauptstadt in ihrem eigenen Gebäude am Krautmarkt. Im großen Saal, dem Plenarsaal, finden Debatten und Beratungen statt. Dort wird auch über die Gesetze abgestimmt. Der Präsident oder die Präsidentin nimmt auf dem Podium Platz. Der Präsident zählt zu den 60 Abgeordneten. Er leitet die öffentlichen Sitzungen und vertritt das Parlament nach außen. Rechts und links vom Präsidenten haben die Abgeordneten ihre Plätze. Die Mitglieder der einzelnen Parteien sitzen zusammen. Gegenüber des Präsidenten ist die Regierungsbank. Dort nehmen die Regierungsmitglieder Platz. Was in der Abgeordnetenkammer besprochen und entschieden wird, ist öffentlich und somit für jeden zugänglich. Jeder kann die Plenarsitzungen entweder direkt von der Tribüne im Plenarsaal aus oder in der Live-Übertragung auf Chamba TV verfolgen oder den Ablauf der Sitzungen Wort für Wort im Sitzungsbericht nachlesen. Gearbeitet wird nicht ausschließlich im Chamba-Gebäude. Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit läuft in 2 anderen Häusern am Krautmarkt ab, dem Prinz Richard und dem Wildheim-Gebäude. Hier befinden sich die Büros der Kammerverwaltung, also der Beamten, die die Abgeordneten bei ihrer alltäglichen Arbeit unterstützen. In jenen Gebäuden tagen auch die Kammerausschüsse. So heißen die Arbeitsgruppen, in denen sich die Abgeordneten mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Sie untersuchen und verbessern Gesetzestexte, über die später abgestimmt werden soll. Die Ausschussmitglieder diskutieren auch über aktuelle Fragen. Oft laden sie die Ministerin oder den Minister zu Beratungen ein, befragen Experten oder informieren sich bei Ortsbesuchen, wie zum Beispiel auf einer Baustelle oder in einer Schule. Das Luxemburger Parlament vertritt alle Bürger des Landes. Es stimmt Gesetze, kontrolliert die Regierung und befasst sich mit Fragen, die die Zukunft unseres Landes betreffen.
Deshalb ist die Abgeordnetenkammer die wichtigste demokratische Institution.